Ein schöner Tisch, ey. Bist du von Joe oder was? Oder von Stefan oder? Hä? Wollt ihr alles sabotieren hier? Du machst mehr Sabotage, dank dir ist Tisch kaputt, alles hier. Ganz simpel. Hinten anfassen und dann gar nicht panikmäßig, schön langsam. Siehst du, die Säge arbeitet von alleine. Du musst gar nichts machen. Siehst du? Nur da musst du ein bisschen Druck aufüben. Und schon ist er fertig. Und dann? Axt. Zack. Fertig. Hast du es drauf? Ist doch weiter unten bei dir. Du musst schon schauen, wohin es gehört. Hast du doch. Ja, wo meine Kerbung ist und wo mein Ding ist zusammen. Ja? Das ist hier unangenehm berechnet. Habe ich nicht berechnet. Ich bin davon ausgegangen, dass es klar ist. Wenn es klar wäre, schau mal. Moment, lass mal kurz stehen. Hältst du das noch? Ja. Bei mir hält es, wenn ich loslasse. Okay. Dann mach noch mal Zeichen rein. Ah, warte mal. Komm mal her, halt mal das kurz so. Hui. Was? Müssen wir alles wieder aufstellen? Nein. Ich denke, die schönste Sache ist der Kleidung. Brauchst nicht halten. Hier, tu das Ding hinten dran, so dass es. Ein schöner Tisch, ey. Auch. Lass mal ein bisschen kommen. Lass mal zu mir. Weiter. Weiter, weiter. Weiter. Gut. Okay. Okay. Jetzt steht er stabil. Komm. Okay. So. Zuckt er schon selber. Siehst du es? Ja, aufmachen.
Als Beispiel kannst du so rüber. Schau mal, eben für was wir den nehmen. Zum Festzurren brauchen wir aber mehr Seil. Den Knoten machen wir wieder kleiner. Zack. Schau mal hier. Schon hast du hier eine Möglichkeit, ne? Okay. Jo, Freunde, ihr seht's, wir sind voll dabei. Shelter, Querträger, einmal zusammengebrochen wieder. Aber wir kriegen's hin. Wir sind dabei. Komm. So, langsam jetzt. Runter. Wir markieren einmal diesmal und danach machen wir die Stellen. Auch beim Bushcraften ist wichtig, die Statik zu halten. Regel Nummer 1 beim Bushcraft Shelter. Statik beachten. Also das heißt auch mit den Hilfsmitteln. Schau mal circa. Ne? Das geht jetzt hier nicht auf einen Millimeter. Aber Oberkante, jetzt wissen wir zum Beispiel. Ja, gut, woran hat die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat die Lehen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Tut mir leid, ich bin gestolpert und dann bin ich dagegen gekracht. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Mathematik. Hans, kannst du Flammenwerfer? Jawohl. Ja, mir tut's auch leid, so. Du bist gekommen, um zu helfen. Du machst mehr Sabotage. Dank dir ist Tisch kaputt, alles hier. Bist du von Joe oder was? Oder von Stefan? Oder? Nee. Hä? Wollt ihr alles sabotieren hier? Nein. Also. Oh Mann. Also nochmal. Bleibt uns nichts anderes übrig, ne? Auf geht's, hier. Komm, zugreifen. Sabotage, natürlich Sabotage, was denn das? Hatte einmal habe ich es verstanden, jetzt zum zweiten Mal war das jetzt unnötig. Ach, Junge, da war immer dabei, waren wir so schön weit. Hä? Was lässt du denn aus? Weil ich meine, ich kann dein Sohn mitnehmen. Was nicht mitnehmen? Dein Sohn. Also mich nicht mehr mitnehmen. Tja. Du wirst die nächsten 10 Mal noch mitkommen und mehr machen, als jetzt du kaputt gemacht hast, mein Junge. So einen schönen Tisch hingebaut gehabt, ey. Am nächsten Tag.